Ja, hallo und willkommen zurück zum täglichen Training von Nintendo Badge Arcade. Hase Bobby ist auch wieder mit dabei, ich hoffe ihr auch. Hi! Wenn das nicht anders ist, danke, dass du vorbeischaust. Okay, fürs Vorbeischauen heute gibt es ein Kreuzrundengeschenk. Dann seh dich gut. Und ja, ich hoffe, ihr habt gestern alle gut abgeräumt beim Trainingskran. Ja, ich hab halt, ja. Ach ja, wir haben alle, glaube ich, abgeräumt beim Trainingskran, aber wie man es halt so oft hat, die Marken sind dann doch nicht so toll gewesen. Eher gesagt, das Ergebnis danach, so rum. Aber ich bin eigentlich nicht unbedingt jetzt genervt davon. Hier ist unser Einrundenkran, falls wir noch irgendwas übrig haben für heute. Einfach nur aus dem Grund, weil der Kran sowieso ein bisschen auf Glück aufgebaut war. Also ihr habt ja selbst gesehen, ich habe eigentlich nicht viel falsch gemacht. Okay, da haben wir komplett. Ich habe schon wieder überlegt, weil er halt, ja, weil gerade eine Marke runtergefallen ist. Nur das, also halt, ist immer noch einfacher, den Kran zu komplettieren als den anderen von Kirby, den ich mal die 5 Runden versemmelt habe. Aber ist dann, ja, ist halt leider so. Ich meine, was soll ich jetzt anderes sagen? Hier könnten wir vielleicht auch versuchen, die Prinzessin Zelda zu greifen. Weil wie gesagt, hier den Link, den kriegt man aus dem anderen Kran mit Ganon. Okay, vielleicht habe ich sogar schon einen Kran gefunden, den ich heute spielen möchte. Und nicht wundern, wenn ich hier so meistens nur so durchgehe, weil das sind halt alles Kränen, die habe ich schon komplett. Da brauche ich mir gar keine großen Gedanken zu machen. Selbst so einen habe ich komplett. Ja, solche Kränenspiele habe ich eigentlich immer gerne gespielt in der Vergangenheit, weil man halt gut mit Dings und Restbewegungen arbeiten konnte. Sofern halt noch Marken hier gelegen haben, um die nach rechts zu schieben. Aber das dauert halt leider auch eine Weile und dann ist halt so eine Sache. Oder den hier. Der wäre in 2 Runden machbar. Gut. Oder vielleicht den hier. Müsste ich halt gucken, weil hier kann man auch ein bisschen mit den Restbewegungen arbeiten. Okay, gut, dann gucke ich schon mal genau das, was ich spielen möchte. Also bis gleich. So, ja, es wird dieser Kran heute sein. Einfach aus dem Grund, weil man ihn vielleicht sogar nur in 3 Runden komplettieren kann. Also zumindest halt in 3 Runden Prinzessin Zelda bekommen. Weil ich muss ja hier jetzt nach links gehen und am besten versuchen, den hier zu greifen, dass ich halt hier auf jeden Fall Platz habe. Aber ich denke mal, dass ich auch ihn hier greifen muss, damit ich halt hier gut Platz habe, an Zelda zu kommen. Und es kommt ja noch hinzu, was ja auch noch das Problem ist, dass Prinzessin Zelda nicht unbedingt jetzt die perfekte Marke zum Greifen ist. Heißt, man kann hier vielleicht links und rechts leicht abrutschen. Was das Ganze natürlich wieder schwieriger macht, aber ja, wie schon gesagt, müssen wir sowieso früher oder später mal spielen, weil dieses Feuer und die Marke ist hier halt nur in diesem Kran drin. Den können wir jetzt zum Glück ignorieren. Dann gucken wir mal, dass wenn ich jetzt nach links gehe, dass er vielleicht auch die Flamme nach links wirft, hoffentlich. Dass ich dann halt auch das Ding hier bekomme, weil sonst kann man schon wieder fast vergessen. Na? Okay, die Flamme ist unten. Gut, der Anfang klappt, immerhin. Aber ich glaube halt, dass man wirklich sehr schwierig hier reinkommt und ja, das Ganze natürlich um einiges schwieriger macht. So, alles klar. Und dann jetzt mal das schnuckige Typ. Das schnuckige Typ greifen, ja. Frag mich nicht, was ich gerade an Gedanken gehabt habe. So, alles klar. Weil ich könnte mir schon gut vorstellen, dass der Kran eigentlich so ein Standard 4-Runden-Kran ist. Dass man halt wirklich jetzt 1, 2, die 2 und dann halt die 2 Marken greift. Aber wie gesagt, die Marke ist in einem anderen Kran, wo man sie greifen muss, damit man an die andere Marke kommt. Deswegen werde ich die nicht greifen. Selbst wenn ich jetzt dann irgendwie am Training noch 2 Runden bekomme. So, dann gucken wir mal, was für ein Training wir heute haben. Ich gehe immer noch fast davon aus, dass wir heute vielleicht einen roten Bonus bekommen können. Oder halt zumindest im Laufe der nächsten Tage. Weil es ist wieder 12 Tage her, dass ich das letzte Mal einen Bonus hatte. Aber gucken wir einfach mal. Hier ist heute Trainingskranspiel. Viel Spaß beim Üben. Ja, ich habe es wieder zu früh gelesen. Als hätte ich. Das ist jetzt, glaube ich, schon das dritte oder vierte Mal, dass ich halt jetzt den Trainingskran predikte. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung gehabt, was für einen Trainingskran wir heute haben, aber okay. Dann spielen wir den wohl genauso, wie ich ihn eben gespielt habe. Ich meine, ganz gemütlich in 4 Runden. Man könnte, glaube ich, auch. Das ist auch, glaube ich, ein bisschen zu weit. Na, das ist zum Thema, gell? So vergessen. Na, okay, geht vielleicht doch. Wäre natürlich lustig gewesen, wenn er noch mit runtergefallen wäre. Alles klar. Das ist halt jetzt gemütlich halt in den 4 Runden spiele, das meine ich damit. Zumindest können wir jetzt uns angucken, wie gut Prinzessin Zelda gegriffen werden kann. Das ist natürlich auch gut. Weil es wäre nämlich jetzt ungemein ärgerlich, wenn man hier ja sie nicht bekommt oder extra sie vielleicht hier schon wieder runterfällt und dann umkippt und sowas. Ihr kennt es ja.
Es passiert manchmal, dass der Greifer sie gut, zwar nicht unbedingt in der Mitte, hätte vielleicht eher machen sollen, dass er sie bei solchen Wagen trotzdem so festhält, aber sie kann auch ganz leicht durchrutschen. Aber ich sehe, er hält sie fest. Alles klar, gut. Also sollte es kein Problem sein, sie zu bekommen, denke ich mal. Wäre ja schlimm, wenn nicht. So, und dann haben wir noch ihn hier. Also wie gesagt, ganz gemütlicher 4 Runden kann. Ihr könnt natürlich auch gerne, wenn ihr wollt, könnt ihr den Link dann greifen, wenn ihr 4 Runden habt. Aber wie gesagt, es gibt einen anderen Kram, bei dem man ihn greifen muss. Und dann wäre es unnötig, wenn man hier bei ihm eine Runde verschwendet. So, dann das letzte Mal nochmal hier. Und diesmal nicht zu früh loslassen, nicht zu spät loslassen. Man muss ja nicht unbedingt ein unnötiges Risiko eingehen. Und der erste Griff ist sowieso sehr schön hier, weil man halt ja mit einem Griff hier direkt mal 5 Marken bekommt. Also selbst wenn man halt hier ja nicht gut, nicht kompetiert bekommt, kriegt man halt mit einem Griff mindestens 5 Runden. Also das ist doch schon mal ein Vorteil. Gucken wir es einfach mal. Ja, seht ihr? Als hätte ich es geahnt, kriege ich einen roten Bonus. 4 Runden. Aber ich werde mit Prinzessin Zelda trotzdem schnappen, weil ich brauche ja mindestens 3 Runden, um sie zu bekommen. Und dann muss ich halt mit den restlichen 3 Runden dann gucken, was ich sonst noch so spiele. Aber wie gesagt, ich bin trotzdem zufrieden, weil wir haben dann zumindest dann einen Kran komplett. Na Bobby, lass uns mal durch hier. Wir wollen spielen. So Leute, ja, da sind wir wieder. Und dann greifen wir uns hier einfach mal. Ich hatte auch schon eben vorher noch überlegt, ob ich vielleicht erst einen anderen Kran spielen soll. Und wenn es halt nicht klappt, dass ich mit der letzten Runde dann trotzdem noch sie greife, weil... Wir haben ja gesehen, man kann sie trotzdem gut in 3 Runden bekommen. Man könnte sie jeden Tag bekommen, wenn sie da wäre. Aber ich habe halt lieber jetzt den Kran sicher, als wenn ich irgendwas anderes spiele und dann denke, gut, dann machen wir vielleicht noch den letzten Griff doch noch da rein und versemmel es. Deswegen lieber etwas halbwegs komplett, als wenn ich irgendwas anderes spiele, was dann schief läuft. Aber greift sie auch dann. Wenn sie jetzt fallen lässt, dann ärgere ich mich. Gut, alles klar. Aber mir ist halt immer nur der Gedanke da, dass man halt relativ selten einen roten Bonus bekommt. Und man dann halt doch vielleicht lieber einen anderen Kran zuerst spielen sollte. Und wenn es halt nicht klappt, dass man immer noch sich einen einfachen sucht. Weil ich meine, ich habe immer noch den einen Pokémon-Kran übrig, den ich spielen könnte. Aber ich habe mir überlegt, dass ich vielleicht diesen Kran hier heute mal spielen werde. Mit den restlichen 3 Runden. Und zwar am besten so. Normalerweise sollte man den ja so spielen, dass man erst die Marke hier weggreift. Damit halt die zwei, dass sich das ja mit runterrutscht. Dann greift man sich die raus, dass die runterrutscht. Und dann greift man sich die raus, damit die durchrutscht und dann hoffentlich hier der Toadman hier so runterfällt, dass er halt hier rüber rutscht und dass man dann hier den letzten Griff macht für Pharao-Man. Aber ich möchte mal was anderes ausprobieren und zwar möchte ich mal wirklich gucken, dass ich hier mittig reingreife, dabei dann halt die Marken hier lockere und ich werde vermutlich die mir hier nicht rausziehen können. Aber dass halt vielleicht mit dem ersten Griff alles gelockert wird und dass man dann mit links und rechts Bewegungen arbeiten kann, dass man halt die Marken nach rechts rutschen kann, langsam aber sicher. Wäre zumindest eine Idee. Ob das klappt, ist natürlich was anderes, aber gucken wir einfach mal. So, mittig war es auf jeden Fall mal. Oder er zieht ihn trotzdem raus, dann ist natürlich doppelt gut. Und es ist auf jeden Fall alles locker. Also umso besser. Also dass ich halt jetzt mit links und rechts Bewegung arbeite, dass halt die hier langsam aber sicher rausrutscht. Dass die dann vielleicht nach unten fällt. Kann vielleicht sein, dass sie sich irgendwie so verkeilt, dass es halt gar nicht geht. Aber dass man halt zumindest halt hier einen Griff einspart. Also bis gleich. So Leute, ja leider hat es nicht geklappt. Und zwar habe ich jetzt hier circa eine halbe Stunde rumgemacht. Und zwar am Anfang sah es noch relativ gut aus. Man sieht auch schon, wie er sich gut nach rechts bewegt hat hier. Aber jetzt, ab dem Punkt, hier habe ich noch 10 Minuten gearbeitet, da bewegt sich nichts mehr, absolut nicht. Ich gehe mal davon aus, dass dadurch, dass der jetzt ein bisschen nach rechts gerutscht ist, dass halt das ganze Gewicht jetzt natürlich hier nach unten drückt und dass er dann hier keine Möglichkeit mehr hat, nach rechts zu gehen. Leider. Aber, ja, was soll ich machen? Das Einzige, was ich jetzt wirklich machen kann, ist halt hier jetzt Skullman rausziehen. Man hat hier so eine leichte Möglichkeit hier, auch wenn hier keine Lücke entsteht, also keine Lücke ist, dass man hier nach unten drückt, dass dann dabei der Pharao-Man bis nach links gedrückt wird und der, Topman nach unten, dass man ihn zumindest greifen kann. Ist natürlich dann aber die Frage, selbst wenn wir dann die 2 Marken bekommen, wie liegt dann Topman am Ende da? Rutscht er weiter nach links, dass man halt ihn vielleicht mit Links-Rechts-Bewegungen nicht mehr wirklich nach rechts schieben kann? Also dass ich halt wirklich, wenn ich halt jetzt die beiden weg habe und der dann wieder nach rechts rutscht, dass er dann hier runterfällt, dass ich halt wirklich nur noch ihn hier greifen kann. So halt die Idee. Weil sollte er nämlich wirklich hier oben drauf liegen bleiben, dann kann ich den Kran vergessen und dann war das ein Fail. Aber ich habe da zumindest dann noch einen anderen Kran, wo ich dann mit einer Runde dran gehen kann. Deswegen muss auf jeden Fall jetzt klappen hier. Gucken wir mal. Na, nicht zu weit. Das war vielleicht ein bisschen zu weit. Na, das war vielleicht nicht ganz so toll. Halt ihn fest. Okay, immerhin. Okay, also der Tod ist nicht ganz so weit nach links gerutscht, wie ich gedacht habe.
Aber vielleicht klappt es ja, dass wenn ich ihn jetzt mit links, rechts, mit hier runterwerfen kann, dass ich halt dann hier Platz habe, um hier Fahrraum einzugreifen. Ich hoffe, dass es klappt, weil es dauert schon recht lange hier. Also bis gleich. So, komm, rutsch rüber. Gut, aber er bewegt ganz langsam, ganz langsam, ganz langsam. Okay, alles klar, gut. Also es ging dann relativ flott, weil hier halt nichts oben drauf gedrückt. Und ihr wisst ja, wenn Marken auf anderen Marken drauf liegen, die relativ glatt sind, dann bewegen sie sich auch schon besser. Das Schöne ist hier jetzt ein bisschen, man muss nicht unbedingt ganz an die Wand kommen, damit man die Marke kriegt. Aber ich sollte trotzdem gut loslassen, damit ich halt nicht hier dran hängen bleibe, weil das ist, glaube ich, das Schwierigste. ich bin wieder nervös. Wie so oft bei solchen Krempeln immer nervös, vor allem weil es so lange gedauert hat. Aber ich sollte nicht quatschen, sondern einfach machen. Eieiei. Okay, war sogar perfekt an der Wand. Halt den auch fest, nicht vorher fallen lassen. Wäre natürlich jetzt mies, wenn er ihn fallen lassen würde, weil wie hätte man ihn dann noch greifen können. In dem Sinne. Uiuiui, okay. Eieiei, okay. Bin ich froh mit, bin ich auf jeden Fall froh drüber, auf jeden Fall. Weil, ja. Haben wir wieder ein Set komplett, was ein bisschen schwieriger war. Aber man muss ganz ehrlich sagen, grob gesehen wäre es trotzdem so oder so ein 3-Runden-Kran. Weil hätte ich jetzt hier die Links- und Rechtsbewegung hier nicht gemacht, hätte ich ja die Marke hier sowieso greifen müssen und da hätte ich mir das Ganze hier gespart. Aber ja, war halt ein Test. Hat nicht ganz geklappt, aber dafür ist der Kran dann komplett. Ach ja, sehr schön. Vor allem, dass es auch wieder ein Megaman-Kran ist. Gibt zwar ein paar Kränen davon, die halt nicht so leicht sind, aber der ist auch nicht unbedingt super leicht, deswegen bin ich ganz froh, dass er geklappt hat. Und dass wir zumindest wieder ein Set komplett haben. Vor allem, dass man wieder sagen kann, der rote Bonus hat sich gelohnt. Ihr wisst ja sicherlich, wie das ist, wenn man halt einen roten Bonus hat und den dann leider versemmelt, weil man hat ihn ja so selten. Aber dann gehen wir auf jeden Fall nochmal zu unserer Sammlung und gucken uns dann diesen Mega Man-Aufbau an. So, go, go. So, und da haben wir ihn. Da haben wir zwar, ja, Prinzessin Zelda wartet noch auf ihren Schattenlink in dem Sinne, wenn man das mal so anguckt. Aber hier ist ja das eigentlich, was uns interessiert. Und zwar, ja, die Great Eight von, lass mich nicht lügen. Ich habe jetzt gerade keine Ahnung, was für ein Mega Man-Teil das ist. Ist das, glaube ich, der vierte Teil? Oh Gott, das ist, glaube ich, ganz peinlich. Aber gut, ich kenne mich nicht so gut mit den... Ja gut, egal. Passt schon. Irgendein Mega Man-Teil wird es auf jeden Fall sein. Freut mich auf jeden Fall, dass es heute auf jeden Fall gut geklappt hat. Und unser Set Nummer 266 natürlich damit komplett. Also ja, dann gut. Dann hoffe ich, hat der Part wieder gefallen. Ich bedanke mich einmal fürs Zusehen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Gerne abonnieren, falls ihr mehr von Nintendo Battle Arcade Training sehen wollt oder von meinen anderen Let's Plays. Ihr könnt mir gerne schreiben, wie bei euch das Training abgelaufen ist. Ich meine, das ist schon fast selbsterklärend. Ich glaube mal nicht, dass man es in 3 Runden schaffen kann. Weil halt der Link ganz rechts natürlich auch so in so einer Lücke hängt und dann nicht wirklich nach rechts fallen kann. Aber vielleicht hat es ja trotzdem geklappt bei euch. Könnt ihr mir gerne mal schreiben. Und ja, dann sehen wir uns morgen wieder. Ciao, ciao.